Okay. Wir sind jetzt mit dem Kapitel 4. Der Tisch ist schön. Der Tisch ist schön. La mesa es linda. Der Tisch ist schön. Vamos a ejercicio dos. Wer sagt was? ¿Quién dice qué? Hören Sie und ordnen Sie zu. Escucha y ordénalos. En la izquierda. Tisch es mesa. Tisch. Tisch ist Messer. Okay. En la izquierda tenemos schlecht, gut. Schlecht, malo. Gut, bueno. Así que el Gegenteil, the opposite. Gegenteil, der schlecht ist gut. ¿Entiendes? Schlecht es malo y gut es bueno. Así que Okay. el Gegenteil de schlecht ist gut. Okay. El opuesto, lo contrario. Okay. Tenemos en la derecha, Sibylle sagt, Arthur sagt. Así que vamos, tenemos a mirar o escuchar qué dice Sibylle y qué dice Arthur. Der Tisch ist, das Bett ist, la mesa es, la cama es. Zu groß, muy grande, schön, linda, modern, en moda. Sí, moderno. Moderno. Nicht schlecht, no es muy malo, o no es malo. Praktisch, práctico. Así que vamos Okay. a ver. Lektion 4. Der Tisch ist schön. Aufgabe 2. Na, wie ist das Bett? Möbel steht man. Das Bett. Der Tisch, die Lampe, Möbel Stegmann. Oh, Arthur, guck mal, der Tisch ist schön. Naja, der Tisch ist zu groß, findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So, so. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Okay. Sibylle sagt, der Tisch ist schön. ¿Qué más? Schön, praktisch und modern. Arthur sagt, Arthur, zu groß und das Bett. Y no lo entendí muy bien por el audio. Estaba diciendo que Arthur sagt, das Bett ist nicht schlecht, no es malo. Okay. Okay. Vamos a la otra página.
Arriba tenemos las palabras. Das, das Bett, la cama, das Bild, el foto, der Sessel, el sillón, die Lampe, la lámpara, der Stuhl, la silla. En la otra página tenemos das Sofa oder die Couch, el sofá, der Tisch, la mesa, der Schrank, el armario, der Teppich, el alfombra oder la, la alfombra. Vamos a ejercicio 3. Das ist aber teuer. Eso es caro. Teuer, caro. Was passt? Hören Sie das Gespräch weiter. Escucha lo que el diálogo, como se continuará, und ordnen Sie zu. Y ordénalos. Así que tenemos dos fotos, cuatro fotos. El A, tenemos el precio muy caro. Y el B, tenemos muy barato. También el C, la mujer está diciendo, das ist billig. Así que tenemos a escuchar cuando dice, das ist billig. Eso es okay. Barato. Barato. Okay. Das ist teuer, eso es caro. Okay. Tenemos uno abajo de las fotos, der Tisch kostet. Y aquí está el A. Así que der Tisch kostet 1478 Euro. Y tenemos a escuchar que va a decir, das ist billig oder teuer, barato o caro. También die Lampe, la lámpara, kostet. Así que tenemos a escuchar el precio y que dice después, das ist billig oder teuer. Okay. Aufgabe 3. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So, so. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet denn der Tisch? Der Tisch kostet 1478 Euro. Was? 1478 Euro? Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Ja, das ist zu teuer. Tja. Und die Lampe? Was kostet die Lampe? Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. So. Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. Ach, wirklich? Vielen Dank. Bitte, bitte. Enzo Carotti. Die Lampe ist wirklich sehr schön. Und nicht teuer. Du, Arthur? 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 Ach. Möbel steht an. Das Bett, der Tisch, die Lampe. Möbel steht man. Okay. Anna? Okay, Paula? Y después, Anna, puede? Es su turno. Der Tisch kostet 1478 Euro. Das ist? Das ist teuer. Genau. Zwei, die Lampe kostet? B. B,
Konto? Ein Euro, un Euro, Eso es no sé. 19. Eso es 10. En español, 119. Así que die Lampe kostet 119 Euro. Das ist? Es billig, billig. Genau, richtig. Okay. B, wer sagt was? ¿Quién dice qué? Okay. Hören Sie noch einmal, escucha de nuevo und kreuzen Sie an. Tienes a elegir quién lo dice. Verkäufer, el vendedor o Sibila. Y también tenemos a numerar el diálogo porque las oraciones son no reglado. Tenemos, ¿sí? Verkaufen es vendedor. Verkäufer. Así que en el fin tenemos el R. Si decimos verkaufen, decimos vender, el verbo. Verkaufer. Sí. Ok. Así que tenemos las oraciones. Ya, bitte. Sí, por favor. ¿Wie viel kostet denn der Tisch? ¿Cuánto cuesta la mesa? ¿Brauchen Sie Hilfe? ¿El necesitas ayuda? Eso es lo primero. Der Tisch kostet 1.478 Euro. La mesa cuesta así. 1.478. Ja, das ist zu teuer. Eso es muy caro. Das ist aber sehr teuer. Eso es muy caro también. Finden Sie, así lo es. Sie kommt aus Italien. Ella viene de Italia. Der Designer, el diseñador, heißt Enzo Carotti. Se llama Enzo Carotti. Was kostet die Lampe? ¿Cuánto cuesta la lámpara? Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Es muy barato. Ein Sonderangebot. Oferta especial. Oferta especial. Die Lampe ist wirklich sehr schön. La lámpara es de verdad muy linda. Und nicht teuer. Y no caro. Así que vamos a escuchar. Aufgabe 3. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So, so. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet denn der Tisch? Der Tisch kostet 1.478 Euro. Was? 1.478 Euro? Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Ja, das ist zu teuer. Tja. Und die Lampe? Was kostet die Lampe? Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. So. Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. Ach, wirklich? Vielen Dank. Bitte, bitte. Enzo Carotti.
Die Lampe ist wirklich sehr schön. Und nicht teuer. Du, Arthur? 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 Ach. Möbel steht man. Das Bett, der Tisch, die Lampe. Okay. Así que el primero es, ¿brauchen Sie Hilfe? ¿Quién lo dice? El der Tisch koste Verkäufer. Sí, el ¿brauchen Sie Hilfe? Dice el Verkäufer. Después el dos, ¿quién es, el, ¿cuál es la segunda oración? Ja, das ist zu teuer, es Sibylle. Sí, pero tenemos que decirlo en la oración. Así que, ¿brauchen Sie Hilfe? Eso lo dice el Verkäufer. Después, el segundo es, ja bitte, ¿wie viel kostet denn der Tisch? Sí, por favor, ¿cuánto cuesta la mesa? Y eso dice Sibylla. Ah, okay, okay. Y después el hombre, el Verkäufer, dice, der Tisch kostet 1478. Que es el vendedor, Verkäufer. Sí. Y después como, y después. Dice, ya, das ist zu teuer. Que Sibylle. Sí, pero primero dice, das ist aber sehr teuer. El E. Porque ella va a escuchar el precio y después dice, das ist aber sehr teuer. Eso dice Sibylle. Después el vendedor dice, finden Sie. Eso lo ves así. Y después dice, ja, das ist zu teuer. Oh. Okay. Luego, sie kommt aus Italien. Eso lo dijo el vendedor. Sie kommt aus Italien. Mm-hmm. Pero eso es sechs. Pero antes de eso, Sibylla va a decir algo otro. ¿Lo sabes? Nein. Okay. Así que, was kostet die Lampe? Sibylla. Mm-hmm. Y después, el hombre dice, oder el vendedor dice, die Lampe kostet nur 119 Euro. Y das ist sehr günstig. Es muy barato. Ein Sonderangebot. Oferta especial. El Verkäufer. Luego Sibylla dice, die Lampe ist wirklich sehr schön und nicht teuer. Teuer. Pero, después del I, dice también, el vendedor dice, G, sie kommt aus Italien, viene de Italia, de Design, Zuccherotti. Y después al fin, die Lampe ist wirklich sehr schön und nicht teuer. Danke. ¿Quieres que lo, bitte, ¿quieres que lo abro de nuevo para escucharlo? Sí, es que entendí que íbamos a decir quién lo decía, el vendedor o Sibylle. No sabía que teníamos que ordenarlo de por hora. Que okay. Teníamos que ordenarlo. Ok, lo escuchamos de nuevo. Ok. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So, so. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet denn der Tisch? Der Tisch kostet 1478 Euro. Was?
1478 Euro? Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Ja, das ist zu teuer. Tja. Und die Lampe? Was kostet die Lampe? Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. So. Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. Ach, wirklich? Vielen Dank. Bitte, bitte. Enzo Carotti. Die Lampe ist wirklich sehr schön. Und nicht teuer. Du, Arthur? 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 Ach. Möbel steht an. Das Bett, der Tisch. Okay. Oh, Aurel, oder? Danke. Ja, ja. Danke, danke. Cuatro es solo escribir las palabras que están de arriba. En el ordenarlos, así que todas las palabras que tienen de ponemos primero, después en la segunda, todos que tienen das y después todos que tienen di, y abajo es solo bailar. Así que vamos a la otra página. Aquí tenemos ejercicio 5, Aufgabe 5. Ergänzen Sie die Zahlenschlange. Así que tenemos que completarlo. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Después escucha y mira si lo escribís correcto. Vamos a escuchar directamente. ¿O lo puedes hacer ahora? Ok. Los números son muy difíciles para mí. Así que lo hacemos así. Escuchamos y después me lo dices. Ok. Aufgabe 5. 100. 200. 300. 351. 651. 1000. 10.000, 100.000, 897.000, 898.000, 1.000.000. Okay, ahora tú. Okay, einhundert, zweihundert. Dreihundert, einundfünfzig, sechshundert, einundfünfzig, eintausend, zehntausend. No sé qué es 100.000. Lo mismo, 100 y después el 1000. Ah, okay. Hay 100, 1000. Sí, pero no. Sí, así 100, 1000, 100, 1000. Hay 100.000. Ya. Yeah. 897.000. 90.000. 90.000. Ja. 890.000. Ja. Y 1.000.000. Eine Million. Eine Million. Okay.
Después tenemos ejercicio 6. Wie viel kostet das? ¿Cuánto cuesta eso? Hören Sie und notieren Sie die Preise. Así que tenemos a escuchar y después poner los precios. Okay. 6A1. Entschuldigung. Ja, bitte? Wie viel kostet denn das Bett, bitte? Das Bett? Das kostet 99 Euro. Ah, vielen Dank. Bitte gern. Okay. ¿Cuánto cuesta el, la cama? 99 euros. 9 euros. 99 Genau, 99 Euro. Euro. Okay, el segundo. 2. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet das Bild? Einen Moment. 50 Cent. Das ist aber billig. Wie viel kostet das Bild? 50. 50. 50 Cent. Cent. 50 centavos. Sí. Wow, okay. El último. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, gern. Der Teppich. Wie viel kostet der denn? Der Teppich kostet nur 9,98 Euro. Das ist ein Sonderangebot. Das ist wirklich sehr günstig. Okay, wie viel kostet der Teppich? 99 Euro. 9 Euro, 98. Okay. Así es... que 9 euros y 98 centavos. Mm-hmm. Okay. Abajo en la derecha tenemos el preis. Así que 100 cents son 1 euro. Después, cuando queremos decir 9 euros y 99, decimos 9 euro 99. Así que ponemos el euro en la mitad. Ok. 9 euro, 99 cent. No decimos cent, solo 9 euro 99. Nice. Ok. Thank you. Y el último, si es más o menos de 1 euro, decimos 50 cent. Ok. Ok. 50 cent. Siete, Aufgabe 7. Was kostet die Lampe? ¿Cuánto cuesta la lámpara? Was sagt der Verkäufer aus 3B? ¿Qué dice el vendedor de 3B? Kreuzen Sie an, ergänzen Sie dann die Tabelle. Así que aquí tenemos die Lampe kostet 119 Euro. Así que él va a decir, sie kommt aus Italien. ¿Por qué decimos sí? Porque die Lampe es femenino. Así que vamos a tomar el die, porque es femenino. Así que en la izquierda tenemos gramática, Tisch, la mesa, y la mesa es masculina. Así que decimos er. Das Bett es neutral. Así que decimos es. Es. La lámpara, die Lampe. Así que tenemos sí. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Tish es masculino. Entonces, mm-hmm. Er. Bet es neutro. Es das. Entonces, es. Y lampe es femenino. Que es di. Que es sí. Correcto.
Okay. Ocho, acht, Fridolins Möbel. Sehen Sie die Bilder an und mira los dibujos. Was ist das Problem? ¿Qué es el problema? O el problema. Kreuzen Sie an. Así que el primero tenemos das Bett ist. Tenemos a elegir zu lang oder zu kurz. ¿Qué es zu lang? Zu lang, muy largo. Zu kurz, muy corto. Okay. Zu kurz. Mm-hmm. Das Bett ist zu kurz. Der Stuhl ist zu klein, muy pequeño. Zu groß, muy grande. Okay. ¿Qué elegimos? Ah, es zu klein. Zu klein, okay. Die Lampe ist zu billig, muy barato, zu teuer, muy caro. Zu teuer. Zu teuer, okay. Wie finden Sie die Aufgabe? ¿Cómo ves el ejercicio? Zu leicht, muy fácil, okay, bueno, zu schwer, muy difícil. Zu leicht. Okay. Vamos a la otra página. Aquí tenemos ergänzen Sie. Tenemos a completarlo con bitte oder danke. Cuando decimos bitte y cuando decimos danke. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Así que brauchen Sie Hilfe? ¿Necesitas ayuda? Ja, bitte. Sí, por favor. Café? Nein. ¿Qué decimos? Nein, danke. Uh-huh. Café, nein, danke. No, gracias. C, das macht dann 9,95 Euro. Tienes... ¿Qué es dann? Du, das macht dann? Eso cuesta después 9 Euro, 9 Euro y 95. Por favor. Mm-hmm. Así que vamos a decir en alemán, bitte oder danke. Ah, bitte. Mm-hmm, bitte. Cuando no puedes escuchar, dices wie bitte oder wie danke. Okay. ¿Qué decimos? Bitte. Wie bitte, sí. Cuando das un regalo. Dices vielen Dank. Y el otro dice? Danke. Danke. Aquí decimos no. Bitte. De nada. Mm. Ok. Yo te doy un regalo. Así que me dices vielen Dank. Gracias. Y yo te digo bitte. De nada. De nada. Ok. ¿Lo escuchamos? Ya. Yeah. Aufgabe 10. A. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. B. Kaffee? Nein, danke. C. Das macht dann 9,95 Euro, bitte. D. Wie bitte? E. Oh, vielen Dank. Bitte. Okay. Así que aquí acabamos.